Tach, liebe Leute, heute gibt es Trockenfutter satt. Ich erzähle euch etwas über die Richtlinie 100 der Deutschen Bahn, in der es um Abkürzungen von Örtlichkeiten geht. Ein wenig beachtetes und sehr amtlich klingendes Thema. Ich werfe einen Blick in die Geschichte des auch als Druckschrift 100 bekannten Verzeichnisses, mache euch mit dessen Inhalten vertraut und streue zur Auflockerung die eine oder andere Eigentümlichkeit ein. Abkürzungen aller möglichen Begriffe im Allgemeinen sowie Abkürzungen von Örtlichkeiten im Besonderen sind keine eisenbahntypische Spezialität. Dem Straßenverkehrsteilnehmer begegnen sie im Sekundentakt, wenn er die Nummernschilder vorausfahrender Autos studiert. Die bundesrepublikanische Systematik der ein- bis dreibuchstabigen Kfz-Unterscheidungszeichen existiert seit 1956 und wurde nach der Wiedervereinigung auf das Gebiet der vormaligen DDR ausgedehnt. Flugreisenden dürften die in den 60er Jahren eingeführten, generell dreibuchstabigen IATA-Codes bekannt sein, die auf Tickets, Gepäckanhängern und so weiter erscheinen. Logisch, aber weit weniger geläufig ist, dass es vergleichbare Kennungen auch bei der Eisenbahn gibt. Sie fußen auf der erwähnten Richtlinie 100 und unterscheiden sich von den Kürzeln im Straßen- und Flugverkehr dahingehend, dass sie für Otto-Normalverbraucher praktisch unsichtbar sind. Die Liste ist im Internet abrufbar. Allerdings bietet ihre Kenntnis selbst für Eisenbahnvielfahrer keinerlei Mehrwert. Das tut dieser Film zwar auch nicht, aber vielleicht landet einer von euch eines Tages bei Günther Jauch und sieht sich mit dieser Millionenfrage konfrontiert. Wie lautet die bahninterne Abbreviation des Bahnhofs Frädenleine? Fred, Hafré, Frelei oder FL? Lassen wir diese Frage vorerst im Raum stehen und blicken zurück. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Eisenbahn rasant, nicht zuletzt dank damals topmodernen Kommunikationsmöglichkeiten wie der Telegrafie, bei der Buchstaben, Ziffern und so weiter über große Entfernungen in Form von Morsezeichen übertragen werden konnten. Weil die Eingabe vieler sich häufig wiederholender Begriffe aufwendig und zeitraubend ist, verpassten die Eisenbahndirektionen unter anderem ihren Örtlichkeiten Abkürzungen. Ein kurzes TR morst sich eben schneller als ein ausgewachsenes Lübeck-Travemünde Hafen. Das hat rein praktische Gründe und nichts mit einer Geheimsprache oder dem exzessiven Ausleben des gefährlichen AKÜFI, des Abkürzungsfimmels, zu tun. Abkürzungen für Betriebsstellen finden sich somit bereits in Unterlagen von 1800 irgendwas. Dabei köchelten sowohl Privat- als auch Staatsbahnen ihre eigenen Süppchen. Identische Kürzel kamen also mehrfach vor. Nicht auf derselben Strecke, aber in derselben Direktion und erst recht verteilt über das ganze deutsche Kaiserreich und seine Nachfolger. Damit konnten die Eisenbahner mehr als 100 Jahre gut leben. Der zunehmende Einsatz elektronischer Datenverarbeitungssysteme erforderte jedoch die eindeutige Zuordnung einer Abkürzung zu einer Betriebsstelle. Im Rahmen des Konzepts integrierte Transportsteuerung führte die Deutsche Bundesbahn zum 1. Juni 1980 die von der Projektgruppe Bürorationalisierung erarbeitete DS-102 ein, das Verzeichnis der Abkürzungen Bahnhöfe und Betriebsstellen, VDABK2. Die Regeln zum Bilden der Ortskennungen waren mit drei DIN A5 Seiten überschaubar. Jede Abkürzung musste aus 2 bis 5 Buchstaben bestehen, wobei die erste Stelle für den jeweiligen Kennbuchstaben der 10 damals existierenden Bundesbahndirektionen reserviert war. A für die BD Hamburg, E für Essen, F wie Frankfurt und so weiter. Betriebsstellen privater Infrastrukturunternehmen, wie den Osthannoverschen Eisenbahnen, wurden nach demselben Muster kodiert. Die zweite bis vierte Stelle bildeten die eigentliche Abkürzung des Betriebsstellennamens, wobei vielfach die bis dato gebräuchlichen Fernschreibkennungen übernommen wurden. In diesem Bildfahrplan der Strecke Hamburg-Lüneburg von 1954 entsprechen die Bahnhofskürzel ausnahmslos jenen, die 1980 in die DS-100 überführt wurden. Abkürzungen mit drei oder mehr aufeinanderfolgenden gleichen Buchstaben waren ebenso wenig zugelassen wie die Nutzung von Umlauten, Sonderzeichen sowie Kürzeln, die identisch mit einem ausgeschriebenen Ortsnamen in derselben Bundesbahndirektion waren. Pelkum durfte nicht als EPE abgekürzt werden,
weil im Bereich der BDSen ein Bahnhof Epe existierte. Für die Anschlussstelle Rola Landshut dagegen war Marl erlaubt, weil es in der BD München, anders als in Essen und Hannover, keine Betriebsstelle namens Marl gab. Einige Bahnhofsbezeichnungen waren dermaßen kurz, dass sie sich kaum weiter beschneiden ließen. In diesen Fällen floss hinter dem Direktionsbuchstaben der komplette Ortsname in die DS100 ein. Die fünfte Stelle blieb meist frei und wurde optional genutzt, wenn Gleisgruppen oder Bahnhofsteile zu benennen waren. Wies die Kennung weniger als vier Buchstaben auf, wurden bedarfsweise Leerstellen eingefügt, die auch nicht unterschlagen werden durften, weil sonst ein ganz anderer Ort dabei herauskam. Schaltanlagen für die Bahnstromversorgung erhielten jeweils an Position 5 ein I, Ausbesserungswerke ein X, Betriebswerke eine Ziffer. Hinzu kamen ausgewählte Betriebsstellen in nahezu allen europäischen Staaten, wobei die erste Stelle grundsätzlich mit einem X und die zweite Stelle mit einem Länderkennzeichen belegt wurden. XF für Frankreich, XI für Italien, XR für die DDR. Die Reichsbahn in eben dieser DDR verzichtete derweil auf solch neumodischen Schnickschnack. Die uralten telegrafischen Kodierungen aus dem 19. Jahrhundert fanden in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts weiterhin Verwendung. Übrigens tauchten auch die Fährschiffe der Vogelfluglinie in der DS100 auf. Die Deutschland schipperte als ADE über den Fehmarnbelt, die Theodor Heuss als ATH und die Karl Carstens als AKCA. Die Wiedervereinigung Deutschlands und damit auch der Deutschen Bahnen erforderte Anpassungen in der DS100, denn die Betriebsstellen der Reichsbahn zählten nicht länger zum Ausland und erhielten zum 1. Januar 1992 Inlandskürzel, gebildet auf Basis der damals fünf vorhandenen Reichsbahndirektionen. B für Berlin, D für Dresden, L für Halle, U für Erfurt und W für Schwerin. So mutierte Elrich zu UER, Leipzig Hauptbahnhof zu LL, Wittenberge zu WW. Im Laufe der Zeit wurde die DS100 fortgeschrieben und um weitere Angaben ergänzt, weshalb in ihrem Titel nicht mehr von Bahnhöfen und Betriebsstellen, sondern von Örtlichkeiten die Rede ist, hinter denen sich knapp über 100 verschiedene Bahnstellenarten verbergen. So beschreiben die vorangestellten Buchstaben I, Q und V Anlagen der DB Energie wie Schaltstellen, Schutzstrecken und Unterwerke, während ein Y Punkte zur Beschreibung des Streckennetzes markiert, beispielsweise Grenzen zwischen Produktionsdurchführungen, Regionalbereichen oder Bundesländern. Selbsttätige Blocksignale hielten ebenso Einzug wie ausgewählte Bushalte- und Schiffslandestellen oder gar Bahnhöfe ostdeutscher Parkeisenbahnen. Wen wundert's, dass die Ur-DS100 mit rund 11.000 Betriebsstellen auskam, während sich die Richtlinie 100 aktuell dem 25.000. Eintrag von AA bis ZWXOS nähert, wobei die rund 7.000 Selbstblocksignale noch gar nicht mitgezählt sind. Wesentliche Änderungen zur Folge hatte zudem der Zerfall von Staaten wie der Sowjetunion, sodass nicht mehr bloß das X, sondern auch das Z als führender Buchstabe ausländischer Örtlichkeiten Anwendung findet. Während XJ ursprünglich für Jugoslawien stand, wird es heute für Serbien und Montenegro genutzt. Das XR der DDR ging auf Kroatien über. Hinzu kam XZ für Slowenien, ZA für Mazedonien und ZB für Bosnien-Herzegowina. Auch die Gebrauchsanleitung erfuhr eine deutliche Ausweitung. Statt drei Seiten, wie in der Erstausgabe der DS100, braucht es heute 13 Seiten im Modul 100.0001 mit dem Titel Abkürzungen bilden und Kodierungsschlüssel. So gut wie keine Auswirkung hatte derweil die 1994 gestartete Bahnreform, in deren Rahmen die 15 Bundes- und Reichsbahndirektionen als Grundlage der Abkürzungsbildung aufgelöst wurden. Die DS100 sprang unbeschadet in die Ära der DBAG und ist mit den erwähnten Ergänzungen als Richtlinie 100 bis heute in Gebrauch. Man könnte fast sagen, dass die Bundesbahn in ihr weiterlebt.
Die Ex-Direktionskennbuchstaben heißen mittlerweile Gebietskennzeichen. Und daher steht beispielsweise das D nicht mehr für die Reichsbahndirektion Dresden, sondern für eine Örtlichkeit in Sachsen ohne nordöstlichen und nordwestlichen Teil. Anhand der Kürzel lassen sich also noch immer die früheren Direktionsgrenzen erkennen, nicht jedoch die Zugehörigkeit zu den aktuell 7 Netzregionen. So blieben die Grenzen zwischen den Regionen Nord und West an den Rändern der ehemaligen BD in Hannover und Essen größtenteils unverändert. Lediglich rund um Altenbeken und Ottbergen liefen einige Betriebsstellen zum Westen, schwarz, oder zur Mitte, blau, über, während im Raum Eichenberg mehrere Bahnhöfe und Haltepunkte, rot, von der Mitte in den Norden hüpften. Und während die frühere innerdeutsche Grenze zwar vielerorts die Trennlinie zwischen zwei Infra-Go-Regionen markiert, stehen doch einige vormalige Reichsbahnbetriebsstellen unter den Fittichen früherer Bundesbahnstandorte und umgekehrt. Zu beachten ist, dass in betrieblichen Unterlagen wie Buchfahrplänen keine Abkürzungen gemäß Richtlinie 100, sondern die maximal 16-stelligen Kurznamen der Betriebsstellen erscheinen. Diese und nur diese sind dem Triebfahrzeugführer bei der Übermittlung von Befehlen, Fahrplanmitteilungen und so weiter vorzugeben, da nicht davon ausgegangen werden darf, dass einem TF die Inhalte der Richtlinie 100 bekannt sind. In der Eisenbahner Umgangssprache spielt sie ohnehin kaum eine Rolle, weil ein 3- bis 4-buchstabiges Kürzel nicht schneller ausgesprochen ist als ein ein- oder zweisilbiger Bahnhofsname. Der aus ALSK abgeleitete Spitzname Alaska für Lübeck-Skandinavien-Kai ist in dieser Hinsicht eine der seltenen Ausnahmen. Schauen wir uns ein paar Beispiele für Namensgebungen, Veränderungen und Besonderheiten an. Grundsätzlich war und ist es so, dass wichtige Bahnhöfe bzw. die Hauptbahnhöfe bekannter Städte zweibuchstabige Abkürzungen erhalten. Klassisches unnützes Wissen: Das rund 600.000 Seelen zählende Dortmund ist die einwohnerreichste Stadt Deutschlands mit einem dreibuchstabigen Hauptbahnhofskürzel, nämlich EDO. In den 8 bevölkerungstechnisch größeren deutschen Städten kommen die jeweiligen Zentralbahnhöfe mit 2 Buchstaben aus. ED wäre frei gewesen, aber die BD Essen hatte es nicht so mit 2 Erkennungen und gönnte diese bloß 3 Betriebsstellen. Die Hannoveraner hingegen haben alle zweibuchstabigen Kombinationen von HA bis HW genutzt, um auf den letzten Metern an HX, HY und HZ zu scheitern. Während die Kollegen aus Hamburg mit Husby AY die deutschlandweit einzige zweibuchstabige Abkürzung mit einem Y geschaffen haben. Die BD Saarbrücken hat derweil ausnahmslos immer mindestens 3 Buchstaben verwendet. Ansonsten waren der Kreativität der DS-100-Autoren keine Grenzen gesetzt. Mal übernahmen sie einfach die ersten Buchstaben der Betriebsstelle, mal die jeweils ersten Buchstaben der einzelnen Silben oder zusammengesetzten Ortsnamen, mal auch den allerersten plus ein oder zwei weitere Buchstaben, die sich irgendwo im Namen versteckten. Bei einigen Betriebsstellen ist unklar, wie sie zu ihrem Code kamen, wie sich das M in LGM für Goldbeck, das O in Akto für Karting oder gar das X in TRX für Renningen gemogelt haben, kann uns vermutlich nur derjenige sagen, der in grauer Vorzeit die telegrafische Abkürzung ersonnen hat. Lediglich auf den ersten Blick für Verwunderung sorgen Betriebsstellen, die irgendwann mal einen neuen Namen bekamen, jedoch ihre ursprüngliche Kennung behielten. Tatsächlich ist laut Richtlinie die Änderung einer Abkürzung auch bei der Umbenennung von Örtlichkeiten zu vermeiden. Der Bahnhof Mülheim-Kärlich hieß früher Urmitz und trägt wie eh und je das Kürzel KUR. Der Haltepunkt Osnabrück-Hasetor wurde zu Osnabrück-Altstadt und behielt sein HOHT. Berlin-Papestraße-Fernbahn blieb auch nach der Umbenennung in Berlin-Südkreuz das gute alte BPAF. Dennoch wurde Basbeck-Osten von ABO zu Hemmoor und Ahem, Isenbüttel-Gifhorn von HISG zu Gifhorn und HGI oder Wolnzach-Bahnhof von MWB zu Rohrbach-Ilm und MRBI. Manche Abkürzungen verschwinden bei der Aufhebung von Betriebsstellen aus der Liste und tauchen Jahre später wieder auf.
So ging der Haltepunkt Lübeck Flughafen 2008 in Betrieb und übernahm das ALB des bis 2003 an gleicher Stelle existierenden Bahnhofs Lübeck-Blankensee. Der Haltepunkt Horst in Holstein wurde 2003 mit dem Kürzel AHOT neu eröffnet, das ursprünglich der Bahnhof Hollenstedt belegt hatte. Die frühere Abkürzung des 1992 aufgelassenen Bahnhofs Horst in Holstein war AHRT. Der 11 Kilometer Luftlinie von Horst entfernte Haltepunkt Herzhorn wurde 1989 als AHRN stillgelegt und 1998 als AHZH wiedergeboren. Das benachbarte Elmshorn trat zunächst als AELM auf und wurde Anfang der 90er Jahre auf AEL geschrumpft, was zuvor der Bahnhof Kiel-Elmschenhagen für sich beansprucht hatte, der neu als AKE fungierte und dies nach zwischenzeitlicher Stilllegung und Neueröffnung auch heute wieder tut. Weitere Betriebsstellen in Kiel und Lübeck erhielten zu jener Zeit ebenfalls neue DS-100-Kodierungen. Obwohl ich in meinem Arbeitsalltag in der Betriebsdisposition andauernd mit der Richtlinie 100 konfrontiert bin, gibt es Situationen, in denen ich grübeln muss, wie ein Ort abgekürzt wird. Meist betrifft das Haltepunkte auf Nebenbahnen, von denen man selten hört, weil da nichts passiert und man dort niemals dispositive Maßnahmen wie vorzeitige Wendungen ergreift. Wenn also in Beringstedt das Empfangsgebäude brennt, bei Sandwehle eine Schafherde im Gleis spaziert oder am Bahnübergang bei Vorhob ein Radfahrer vom Zug erfasst wird, muss ich durchaus mal überlegen. Oder einfach sofort ins Leitsystem gucken, bevor ich ABGS, ASDW oder HVHP mit einem Störfall würdige. Natürlich verinnerlicht man mit der Zeit die Abkürzung so gut wie aller Betriebsstellen im eigenen Zuständigkeitsbereich sowie zahlreicher Orte in den befreundeten Regionen. Berühmte Metropolbahnhöfe wie MH, XAWIE oder XYZ, aber auch Kleinkram wie EKAM, FKOT und WPAU. Vieles kennt man aber auch nicht und daher finde ich es befremdlich, wenn jemand bei Drehscheibe Online etwas wie PU zwischen Andy und Erut postet. Nicht mal ich als weitgereister Eisenbahner kenne das und frage mich, ob es echt zu viel verlangt ist, 3 Sekunden Lebenszeit herzuschenken und wenigstens in der Überschrift eher unbekannte Ortsnamen wie Niederdielfen und Rudersdorf auszuschreiben. Mein ständiger Kontakt mit der Richtlinie 100 färbt zugegebenermaßen ein wenig aufs Privatleben ab und bringt mich gelegentlich ins Schleudern. Als Bewohner des Landkreises Harburg prangt an meinem Auto ein WL und ich käme nie auf die Idee, das mit Ludwigslust in Verbindung zu bringen. Allerdings begegne ich des Öfteren Fahrzeugen aus dem Heidekreis, die mit einem HK umherdüsen und denke tatsächlich immer spontan, jemand aus Kreiensen. Um mich sofort zu korrigieren, Quatsch, einer aus dem Heidekreis. Bei Kfz aus LG, die mir ebenfalls vergleichsweise häufig über den Weg fahren, komme ich hingegen nicht in Versuchung zu glauben, es mit jemandem aus Gräfenhainichen zu tun zu haben. Auch hinter Straßenverkehrsteilnehmern, die mit einem ROW durch die Gegend kariolen, habe ich niemals jemanden aus Ottersweier vermutet. Völlig gebannt ist die Verwechslungsgefahr indes nur bei die Bremers, deren Kfz-Unterscheidungszeichen der Kennung ihres Hauptbahnhofs entspricht. Wenn wir zum Schluss noch ein bisschen albern, denn natürlich beinhaltet die Richtlinie 100 das eine oder andere Kürzel, hinter dem man zunächst keine Betriebsstelle der Deutschen Bahn vermutet. Da wäre beispielsweise Tierisches wie Ente, Floh, Hahn, Kalb und Reh. Nahrungs- und Genussmittel sind in Form von Alkohol, Brot, Reis und Rum vertreten. Der menschliche Körper mit Bart, Hals und Herz. Der Assi ist ebenso am Start wie der Boss, die Mami und der Narr. Oder Persönlichkeiten wie Olaf Thon, Walt Disney und Wilhelm Tell. Selbst für kleine Geschichten kann man sich bei Wortfindungsschwierigkeiten der Betriebsstellenliste bedienen. Der zugegebenermaßen unsinnige Satz, Miss Lara war froh, als King Karl ihr am Ende mit Rat und Tat half, was der Esel Emil ihm fast übel nahm, ist komplett aus Richtlinie 100 Abkürzungen gebildet. Gut, Freunde, genug für heute.
Erinnert ihr euch an die eingangs gestellte Millionenfrage nach der Abbreviation des Bahnhofs Frädenleine? Wenngleich dieser Film diese nicht ausdrücklich beantwortet hat, so solltet ihr aus all den Informationen, mit denen ich euch bombardiert habe, die korrekte Lösung ableiten können. Günther Jauch freut sich auf euren Besuch und ich sage Tschüss.